Die ergiebigen Regenfälle sind vorbei. Wir hatten uns um die Böden gekümmert. Wir hatten uns kurz um den Polarwirbel gekümmert. Wir haben auf all die ganzen Sachen geschaut, die jetzt wichtig waren und konzentrieren uns jetzt mal fast nur auf die Wettervorhersage und den groben Trend für die nächste Zeit. Und das wird wahrscheinlich auch nur ein Video heute sein. Grüße Sie und grüße euch. Man muss ja nicht übertreiben und vor allen Dingen nicht immer dasselbe dann erzählen. Wir gehen ganz kurz die Bilder durch. Von der Carmen hier in Ostfriesland. Quellgewölk mit ein paar Schauern und Gewittern. Und wir hatten die richtige Windanströmung für Schauer und Gewitter mit interessanten Wettererscheinungen. Und die hat der Friedrich eingefangen. Und er hat im Hintergrund sogar hier in der Nähe von Wilhelmshaven einen Tornado fotografiert oder einen Funnel. Wenn es Bodenkontakt gegeben hat, zoomen wir mal rein, dann war es ein Tornado. Das ist normal für diese Wetterlage, wenn wir dann diese Schauer- und Gewitterwolken haben mit dem Nordwestwind, was die Windscherung angeht. Der Christian in den Niederlanden, in der Nähe von Amsterdam, hat diese wunderbare Wolke fotografiert. Dankeschön dafür. Und man sieht übrigens nebenbei, es ist inzwischen überall wieder grün. Und wenn wir dann zum André gehen, St. Wendel in Saarland, einfach nur Sonne und Wolken. So sieht's aus. Sonne und Wolken oder beziehungsweise Wolken und Sonne gab es auch beim Jörg im Erzgebirge. So schaut es da aus. Die ersten Bäume werden so ganz, ganz langsam bunt. Übrigens, früher haben sich Kollegen mal aufgeregt, wenn ich solche Fotos genommen habe. Da habe ich immer gesagt, ja, aber so sieht's doch aus. Ja, aber das ist nicht schön. Doch, das ist schön. So sieht es aus. Es müssen ja nicht immer fotogeshoppte Fotos sein, sondern so leben wir. Und die Antje war spazieren auf der Alp im Hintergrund hier. Die Wolken hingen tief. Wir gehen jetzt immer weiter in den Süden. Und beim Benjamin am Lechstausee in der Nähe von Schongau-Grenze, Oberbayern-Schwaben, da hat es geregnet, geregnet und geregnet und windig war es auch. Und auch hier sieht man, dass das Laub langsam bunt wird. Und jetzt gehen wir in ein buntes Foto rein, das nur Lichtblicke zeigt, vom Tommy im südlichen Brandenburg mit eben blauem Himmel. Und das werden wir in der nächsten Zeit nach dem Wochenende häufiger sehen. So, jetzt sind wir bei den Lichtblicken. Wir schauen auf die Sonnenscheindauer in diesem Monat im September. Wir sind bei 93% angelangt, wird noch ein bisschen hochgehen und dann landen wir irgendwo bei knapp 100%, hatten wir schon drüber gesprochen. Verglichen mit den vergangenen Jahren ist das mal weniger, wenn wir mal im früheren langjährigen Mittel sind. Und was auch noch ganz interessant ist, was die Sonnenscheindauer des Jahres angeht, wir sind ja schon bei über 110%, da stecken wir hier oben. Und zum Rekord fehlen noch 265 Sonnenstunden, minus die zwei von gestern, also 263, bis zum Sonnenrekord von 2003. Das heißt, wir bräuchten 2,8 Sonnenstunden pro Tag, um den Rekord einzufangen. Das ist theoretisch machbar. Und wenn man sich die Statistik anschaut, dann haben wir im Oktober, im November und im Dezember Pi mal Daumen um die 200 Sonnenstunden. Es müsste also überdurchschnittlich sonnig weitergehen. Danach sieht es momentan nicht so aus. Schauen wir auf die Tiefstwerte von gestern. Da gab es in Solland 0 Grad. In Freiburg 9,7, also gerundet 10 Grad und an der Ostsee 10,4 Grad, also auch abgerundet 10 Grad. Die Höchstwerte in höheren Lagen des Erzgebirges 6 Grad, auf der Alp 7 Grad und im Saarland 16 Grad. So geht es weiter mit der Wetterlage. Es wird ruhiger. Wir haben vorübergehend mal weniger Wind und sind noch so in der hochreichenden Kaltluft, so ein schwacher Trog, der genau über uns verläuft. Und da seht ihr die schwarze Linie, die aus der Schweiz rauskommt, über Württemberg, Franken, dann durch Sachsen und nach Polen rein. Und an dieser Grenze hier mit den Alpen wird so ein schwaches Regengebiet entstehen, das die Wolken immer wieder aus den Alpen heraus rauswachsen lässt. Sonst gibt es einzelne Schauer bei Temperaturen, die noch im recht schattigen Bereich sind, bei unter 5 Grad in 1500 Meter Höhe. Am Montag, am Tag der Deutschen Einheit, ist dieses neue Sturmtief dann durchgezogen. Wir sind noch in der Isobarendrängung, sprich es ist windig, aber schaut mal auf die Farbflächen hier, die werden immer dunkler. Das heißt, es macht sich hochreichende Warmluft und hochreichender Hochdruck bemerkbar, dass es dann mal ruhiger werden wird oder könnte. Bei Temperaturen, die noch relativ schattig sind, dann wird es milder. Und dann schauen wir mal weiter, wie es in einer Woche aussehen würde. Da hätten wir in der Höhe hochreichende Warmluft, minus 10 Grad plus X in 5,5 Kilometer Höhe. Die verschneiten Alpen sind dann wunderbar im Sonnenschein. Tiefblauer Himmel sieht super aus, wenn die Wetterlage so kommt.
Der Trog mit der hochreichenden Kaltluft ist weg, das neue Tief kommt noch nicht heran und in 1500 Meter Höhe steigen die Temperaturen auf um und über 10 Grad. Das wäre dann nochmal richtig schönes Wetter. Mit Durchmischung, mit leichtem Wind gäbe es 20 Grad plus X. Direkt unterm Hoch, ohne Wind, nach nebligen Nächten würde es durch die feuchte Luft wahrscheinlich neblig bleiben. Wir starten heute wieder mit Wolken und Regen im Alpenraum, Schneefallgrenze 16 bis 1800 Meter Höhe. An der See sind auch ein paar Regenfälle unterwegs, die sich im Laufe des Tages intensivieren. Das ist so ein Schauerband, das langsam nach Süden zieht. Angrenzend dazu in der norddeutschen Tiefebene bis NRW in den Norden Hessen, Sachsen-Anhalt, Berlin-Brandenburg mehr Sonne als Wolken. Und dann wieder weiter südlich werden die Wolken kompakter mit Regen aus den Alpen heraus. Den meisten Regen gibt es rund um die Schweiz bis ins Saarland rauf, sonst im Osten Österreichs auch mal Sonnenschein. Der Wind ist schwach, an der Ostsee sehr spürbar unterwegs. Temperaturen 12 bis 17 Grad, im Regen 7 bis 11 Grad. Morgen starten wir im Südosten wieder mit Wolken und Regen. Wird nicht der große Regen mehr sein, aber es ist halt nass. Und es ist sowieso hier alles nass und klamm. Einzelne Schauer gibt es rund um Schleswig-Holstein. Im Laufe des Tages sind da nur noch ganz, ganz, ganz wenige einzelne Schauer dabei. Der Rest hat Sonnenschein. Oft ist es sogar wolkenlos. Im Südosten bleibt es bewölkt, fummelt noch ein bisschen vor sich hin, Regen oberhalb von 1800 Meter Höhe Schnee und am Nachmittag gibt es mal die ein oder andere zögerliche Wolkenlücke. Der Wind frischt auf im Nordwesten und kommt aus südwestlichen Richtungen, weht stark, gegen Abend auch stürmisch und kündigt eben das neue Tief an. Die Temperaturen liegen bei 13 bis 18, örtlich in den Niederungen rund um die Elbe bei bis zu 19 Grad und unter dem Gewölk im Südosten bei 8 bis 12 Grad. Und dann kommt das Sturmfeld herangezogen, schwächt sich jetzt ein bisschen ab im Vergleich zu gestern. Am Samstag liegt es am Vormittag und morgen im Nordwesten mit Spitzenböen von über 70 Kilometer pro Stunde, zieht im Laufe des Tages weiter, dann vor allen Dingen noch im Bereich der Mittelgebirge und am Alpenrand durch den Leitplankeneffekt, wo es mal kurz und heftig weht. Einfach die Fenster und Türen zulassen, sonst knallt und scheppert und klappert das. Im Garten alles festbinden und auf dem Balkon auch, wenn irgendwo Pflanztröge noch weiter draußen stehen, die an die Hauswand schieben. Wird nichts Dramatisches, aber eben unruhig und das eine oder andere Ding kann mal zu Bruch gehen oder eine leere Mülltonne macht sich selbstständig. Geht zum Nachbarn. Am Samstag haben wir dann nach dem Wind den Regen, der da kommt. Erst noch der Sonnenschein, der verschwindet und dann zieht ein Regengebiet über uns hinweg. Hinter dem Regengebiet folgen noch Schauer und Gewitter. Der Wind, den haben wir gerade besprochen, kommt aus südwestlichen, später westlichen Richtungen. Bei 13 bis 18 Grad, im Regen sind es 8 bis 12 Grad und vor der Front im Südosten Österreichs auch noch mal über 20 Grad. Am Sonntag liegt das Windfeld dann von der Nordosthälfte ausgehend bis nach Österreich rein. Gerade im Bergland ist es noch mal sehr windig und ruppig. Da gilt wieder das mit Fenster und Türen und der Mülltonne. Im Südwesten wird es schon ruhiger. Dazu sind viele Schauer unterwegs, vereinzelt auch Gewitter. An der Nordsee wird es schon freundlicher und im Südosten und Osten Österreichs. Der Wind rattert aus westlichen Richtungen, also die Mülltonne richtig justieren, damit sie dann auch richtig zieht. Die Temperaturen erreichen 9 bis 19 Grad, je nach Wolken, Regen und Sonne. Im Südosten Österreichs über 20 Grad. Am Montag, dem Tag der deutschen Einheit, stand derzeit weniger Schauer. Die Front klebt an den Alpen. Hier regnet es noch eine Weile. Sonst wird es freundlicher und mit Skandinavienföhn haben wir im Nordosten mehr Sonnenschein. Bei kräftigem Nordwestwind, die Mülltonne dürfte da stehen bleiben, wird nicht mehr ganz so stürmisch. Höchstwerte auch 9 bis 19 Grad. Und dann sammeln wir alles wieder ein, gehen wir ganz kurz noch danach die Tage durch. Der Dienstag wird bedeutend ruhiger, bisschen Regen wahrscheinlich im Nordwesten. Ist eine Warmfront, die uns hier streift, mit kompakten Wolken. Sonst haben wir eben Wolkenfelder und Sonnenschein bei 10 bis 18 Grad. Und am Mittwoch, Stand der Wettermodelle, machen die überall Sonnenschein und große Wärme. Sind noch im Norden ein paar Wolkenfelder unterwegs. Da, wo wir Wind und Durchmischung haben und die Sonne scheint, sind es locker 15 bis 22 Grad. Aber es wird sich wohl in vielen Niederungen Nebel, zumindest mal Dunst, halten bis in den Nachmittag hinein. Die Luft ist klamm und feucht und entsprechend kühler. Gehen wir kurz die Ensembles durch und beginnen im Norden. Ihr wisst, die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe und die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Und es etabliert sich so ganz leicht so ein, Achtung, Wärmeberg heraus. Da geht es über das langjährige Mittel hin drüber. Niederschläge nehmen mal kurz ab. Hier unten sind die Niederschläge. Das ist die feuchte Phase jetzt und dann kommt wohl wieder eine. Später gehen die Temperaturen runter. Ist hier nicht so stark ausgeprägt. Im Westen ist der Wärmeberg deutlich ausgeprägter. Da bleibt es dann mal für ein paar Tage trocken, ehe die Niederschlagssignale hinten raus wieder zunehmen. Im Osten
angedeuteter Wärmeberg, auch wenig Niederschlag drumherum, ab und zu mal Regen. Und im Süden wieder ein sehr ausgeprägter Wärmeberg. Vor allen Dingen sind da mal ein paar Tage dabei, die trocken bleiben würden. Das tut ja auch nach der Regenphase mal gut. Davor noch Regen und danach soll es wieder Regen geben. Dann gehen die Temperaturen zurück. Der Form halber ganz kurz noch, das europäische ECMWF-Modell geht bei der Struktur der Wettervorhersage mit. Auch hier der Wärmeberg, wobei da ein paar Läufe dabei sind, die sagen, Wärme, seid ihr wahnsinnig, um die Zeit, wir bleiben unten. Aber das sind die wenigsten Läufe. Trocken, dann wieder nass. Gehen wir nochmal zurück auf das amerikanische GFS-Modell und dann schauen wir uns in der gemittelten Wetterlage diesen Wärmeberg an, der am Ende der nächsten Woche kommt und dann wieder ins leichte Tal zurückgehen soll in der übernächsten Woche. Der Wärmeberg hat diese gemittelte Wetterlage zur Folge. Da hätten wir zwei Hochs, eins auf dem Atlantik, eins östlich von uns, und die Fläche der Temperatur und auch das Geopotenzial in 5,5 Kilometer Höhe kommt uns sehr nahe. Kann auch eine Inversionswetterlage bedeuten. In den Alpen wunderbar Sonnenschein, auch in den Mittelgebirgen. Der Norden wird immer wieder beeinflusst von Tiefs. Und dann eine knappe Woche später sähe es wie folgt aus. Das Geopotenzial nochmal im Vergleich dazu. Hier der Wärmeblock in 5,5 Kilometer Höhe würde wieder abgebaut werden. Ein schwacher Höhentrog wäre dann da. Und es würde wieder wechselhafter werden mit mehr Regenfällen drum diese Kurve des Temperaturauf und Abs. Und wenn wir schon mal dabei sind, nehmen wir noch eine Karte aus dem 35-Tage-Trend. Der geht jetzt bis November. Hier wären wir bei Allerheiligen. Das ist die gemittelte Wetterlage für den 1. November, den letzten meteorologischen Herbstmonat. Mit einem kräftigen Tief zwischen Island, England und Skandinavien, dem Hoch auf dem Atlantik, dem Hoch über Russland. Wieder diese Abstufung, aber das russische Hoch reicht bis Mittel- und Südeuropa voran. Und dadurch hätten wir tendenziell eine westliche bis südwestliche Strömung, was übrigens für Winterwetter in der weiteren Folge des Winters gut ist, wenn es Anfang November so ist. Das heißt aber auch, ein Wintereinbruch ist nach diesen Karten nicht in Sicht. Einen schönen Tag.